Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Let's Lose Pro Evolution Soccer 2017. Hieß doch so, Lennart, oder? Auf jeden Fall, es ist das, was wir tun. Ich glaube auch. Wir sind Moin. auf dem 15. Platz angekommen, spielen jetzt gegen Mainz 05 und das machen wir, glaube ich, mal ganz schnell, dass wir gar nicht erst aus dem Tritt rauskommen und einfach weiter verlieren. Können wir hier noch was ändern? Warum haben die denn vier Trikots und wir haben glatte zwei, von denen das eine lila ist? Ja, vermutlich am besten so, oder? Oder Na, dann so. sollten wir mit Lila spielen. Kann man ja sogar mal machen. Dann machen wir es so. Okay. Das lila Trikot hat uns doch, glaube ich, auch unsere einzigen beiden Siege bisher eingebracht, oder? Kann sein. Kann sein. Beim einen kann man das ja leider nicht mehr nachvollziehen. Das ist ja in den Untiefen der PlayStation verschwunden. Auf immer und ewig. Beim anderen könnte ich es jetzt The warmest of nebenbei welcomes kurz to nachgucken, you aber das lasse here ich at the einfach. conclusion of the In der Opel plus Arena. natürlich und natürlich unser grandioser Sieg gegen Hertha BSC Berlin. Richtig, ich glaube, Oder der war war der aber. da schon mit einem? Nee, Muss ich das jetzt wäre der nicht dritte Sieg. sehen. Wir haben ja 8 Punkte, 2 Siege, 2 Unentschieden und inzwischen einige Niederlagen. Wenn das der 11. Spieltag ist, könnt ihr euch jetzt ausrechnen, wie viele Niederlagen das inzwischen sind. Aber ich glaube, diesmal wird es jetzt ganz, ganz anders. Oder auch nicht. So, jetzt bin ich hoffentlich frei in der Mitte. Nein, er kann sich nicht durchsetzen. Aber dann macht Seid das Tor halt. Sehr, sehr schön. Das ging schnell. Was genau ist da passiert? Ich habe mir irgendwie den Ball erkämpft, war dann wieder am Ball, habe ihn rausgespielt, darf mich in der Mitte nicht durchsetzen, weswegen Seid dann automatisch gesteuert auf den kurzen Pfosten läuft. Manchmal ist es halt besser, die Automatik übernimmt. Anders gesagt, Das habe ich natürlich den Laufweg für den Computer freigesperrt. Absichtlich. Was mir jetzt ein bisschen Sorgen bereitet, ist einfach, dass sobald wir Hier. selbst spielerisch tätig werden müssen, das warst du übrigens, im Mittelfeld. Du siehst vermutlich gerade nichts, weil mein Battery Level Ja. low wird. Deswegen bist du jetzt auch einfach in den Gegner reingelaufen. Ja, was ich sagen wollte, ist, sobald wir selbst spielerisch durchs Mittelfeld müssen, wird das wieder nichts. Wir müssen uns die Bälle irgendwie Da vorne im erobern, Riss genau. sehen. Through to the goalkeeper. Aha. Forward it goes. Good idea, just poorly executed. So, Captain Jack Brenet. Mainz were quick to defend their manager in the wake of criticisms Da bist du leveled im at him Abseits. in recent days. Look, some of the scrutiny is a bit over the top these days, and you're damned if you do and damned if you don't. But he really Eine did well, so his Monsterflanke. decision Ja, making absolut, ne? tatsächlich da machen lässt. Also wirklich dahin, wo einfach gar kein Tries a Spieler through steht. ball. Good ball. Ramos pushes to get on the end of it. Na, hol ihn dir. Nee, er holt ihn sich He nicht, could have aber been er holt ihn missed sich. theirs. Hurtles into the tackle. Ah, er ist leider nicht gerade sehr Thinks wendig. about that challenge. Robust but fair. Plays it into the channel. Well positioned to make Robust that und fair. interception. Das, was der Gegner irgendwie nicht ist. Sag mal, wieso steht er denn jetzt da hinten? Hat den einer von uns da hingestellt oder hebt er die Abseitsfalle einfach absichtlich auf? Du kannst jetzt leider nicht sehen, aber das ist kein vernünftiger Mensch wäre dahin gelaufen. Gut, ich meine, es ist ein HSV-Spieler. Okay. Schade, dass du da auch nicht zum Ball hinlaufen darfst, sondern dich direkt hinter dem Gegner versteckst.
Hab du mal in der Mitte? Mach auf, bitte. Ah, sehr gut, wir hatten sogar die gleiche Idee und haben uns mal abgesprochen. Okay. Oha, den hält Radler zwar nicht fest, aber... Immerhin hält er ihn. Den hingegen nicht. Da standen wir eigentlich zu dritt um ihn rum. Ja, aber das Elend will ich mir bitte nicht nochmal anschauen. Nee. Normalerweise heißt es ja immer, man gewinnt, man verliert die Spiele in der Offensive, man muss einfach mehr Tore schießen als der Gegner. Nichtsdestotrotz ist es irgendwie so, dass wir die Spiele immer in der Defensive verlieren. Also eigentlich der einzige Spruch, den ich kenne, heißt, Spiele gewinnst du in der Offensive und Meisterschaften in der Defensive. Ich versuche das gerade mit deinem Spruch in Übereinstimmung zu bringen. Also Meister werden wir auf jeden Fall nicht, um das dann damit mal abzuschließen. Sehr gut. Und unsere Spiele verlieren wir vorne wie hinten. So, Kostic ist nach 32 Minuten einfach tot. Tja, sowas darf natürlich nicht passieren. Ich dachte natürlich auch, wenn man den Pass rechtzeitig und doll genug spielt, dass er dann auch mal ankommt. Ja. Aber beim HSV ist alles möglich, würde ich sagen. Sorry. Och, das ist doch jetzt dämlich. Das macht doch so keinen Spaß. Anstatt dass... Nein, er tritt auf den Ball drauf und dann nimmt das Drama seinen Lauf. Dann stehen die da hinten nämlich, naja, auch noch in Unterzahl, aber können einfach in der Mitte durchlaufen. Es kommt aber auch kein einziger Pass mehr an hier heute. Ich drücke direkt auf Passen, er macht nichts. Und die treten zum zweiten Mal durch unsere Beine durch und haben ihn dann. Der einzige, den man irgendwie gebrauchen kann, ist Seid, oder? Yep. Da probieren wir was anderes. Aber auch hier... Ja, ich meine, die stehen da halt mit 17 Leuten vorne. Schade, ich hatte noch auf Schießen gedrückt, aber da kam nichts mehr. Ich glaube, das hat er erst abgepfiffen. Wieder 60% Ballbesitz, aber diesmal halt nur einen Torschuss. Dafür ist unsere Chancenverwertung relativ gut. Während Adrian Rohrmann sich irgendwie überhaupt nicht empfiehlt, tut Lasogga das zumindest von der Form her jedes Mal. Ja. Ja, genau. Die stehen dort sogar zu zweit. Ich wollte gerade sagen, es stehen auch jedes Mal zwei Leute dort außen. Ja, aber dass man dann halt keinen anspielen... Och, ja, genau. Genau, Spiel, genau. Das war ja mal ein Hammer. Ja.
Aber wir haben ja Radler. Oh, well defended. That had to be done. Shoots! To get himself offside. Wenn ich fertig bin mit Lachen, dann kommentiere ich das auch noch. Ja, ich hab auf Schieß gedrückt, aber ich durfte nicht. Ja, jetzt. Dann halt so. Dann halt so. Wenn ich nicht schießen darf, dann drücke ich wenigstens in die richtige Richtung und Bungert macht das Eigentor. Bungert, Bungert. Ja, genau so ist es. Bungert, Bungert. Eine Bungert-Bungert-Party. Tatsache, Bungert macht das Eigentor. Ja, und Vieto sich vor den Pfosten kniet. Tja, wunderschöne Szenen, die sich hier abspielen. Ich bin ganz fassungslos. Sehr gut. Vielleicht, also zwei Tore haben wir in einem Spiel schon lange nicht mehr gemacht. Das letzte Mal gegen Berlin. Vielleicht Richtig. Ist das der Wendepunkt. Ich bin mir da noch nicht ganz. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Das ist eine Verzweiflungsaktion, bitte. Schade. Schade. Hast du den noch? Ja. Oh. Da sollte er hin. Ja, es ist irgendwie gerade Chaos. Ja, es kommt halt kein Ball bei uns an. Nicht einer. Du hattest jetzt 7-mal den Ball gefühlt und hast ihn nicht ein einziges Mal zu mir spielen dürfen. Gut, Abstoß. So holt man einen Abstoß raus. Unter gütiger Mithilfe von Torwart Radler. Den ich rausgeholt habe. Ah, okay. Auch, aber nee, ich nicht. Das erklärt, warum er da so dämlich rausgelaufen ist, obwohl alles unter Kontrolle war. Tor! Kein Tor! Der war doch drin! Ich hab's doch genau gesehen! Schöne Flanke, schöner Nein. Spielzug sogar. Er setzt ihn wieder 2 mm daneben. Oh Mann! Wenn er die wenigstens mal gegen Pfosten setzen würde, dann hätte man wenigstens nochmal die Chance, den Abpraller daneben zu setzen, ja. Lennart. Böses Foul. Na gut, es war natürlich ein Kopfstoß. Den sie dann gemacht. Ja. Fired in from distance. Puh. Well, we don't need to guess that they expect plenty of ball into the box. It's quite a crowd scene in the middle. So, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um einmal zu wechseln, ja. Aber vielleicht auch. Tja. Hier ist wieder die Frage. Douglas Santos kann da natürlich spielen und dann kann Sakai nämlich seine Stärken auf der linken Außenbahn zeigen. Gut, so noch ein Spieler, der da spielen kann, haben wir jetzt halt nicht. Aber dann nehmen wir Papadopoulos mal raus und stärken die Defensive mit Giroud. Ob das wirklich eine Stärkung ist, werdet ihr gleich sehen. Ja, aber ich hoffe, dass wir jetzt einfach mal wieder einen Pass zum Mann bringen und das wäre gut. In das Mainz oder einen Ball in das Mainzer Tor unterbringen können. Das können kann gerne auch Bunga Bunga nochmal machen. Es tut mir leid, dass ich einfach nicht mitlaufen darf. Schieß mal nicht drauf, spiel ihn ab, genau.
Ach du Kacke, was für ein schlechter Schuss. Schade, das war ein ganz netter Konter. Auch wenn man eigentlich dafür nochmal die gelbe Karte ziehen könnte. Kommt auch nur deswegen an, weil der Gegner reingrätscht. Das ist so traurig. Oh, Lennart, da kommt der Enkel von uns Uwe ins Spiel. Oha. Das war ich jetzt, der da die Defensive aufgemacht hat. Och, Adler. Die einfachen kann man tatsächlich mal festhalten. Warum dürfen die unsere Spieler eigentlich in allen Varianten legen? Hast du diesen Pass gesehen? Wir sind doch nicht auf der Reeperbahn. Man könnte auch mal... Oh Mann! Ich ärgere mich so sehr, dass ich nicht mal deinen Spruch würdigen kann. Ah ja, genau. Spiel? Ich dachte, er pfeift gar nicht. Seid kann das sogar. Willst du auf die Torwart-Ecke schießen, oder? Meinst du lieber rumziehen? Schwer zu sagen. Der geht auf jeden Fall drüber, also es ist egal. Aber war knapp. Ja. Gut, unsere Spieler haben alle keine Kondition mehr. Wir sind einer in Unterzahl. Naja, gut, Douglas Santos kommt jetzt zurück. Wir verlieren auch jedes Kopfballduell, leider. Kannst flanken, ja. Schade. Da hattest du schon lange vorher auf Passen gedrückt, ne? Ja. Da brauchen wir jetzt ja irgendeinen Glückstreffer. Erstmal offensiv stellen. Den Glückstreffer, ich sag's ungern, aber den hatten wir schon, dieses Spiel. Deswegen meinte ich ja noch einen. Im Sinne von einem weiteren, ich verstehe. Und wie immer verstecken sich alle unsere Spieler hinter dem Gegner. Wie gesagt, auch jedes Kopfballduell wird sauber verloren. Nicht mal der Chance an den Ball zu kommen. Ja. Schade, da steht er ja schon wieder. Ja, ich hatte auch gehofft, dass ich da mit meinem Spieler, der dann da vorbeigelaufen ist, vielleicht mal drankomme, ne? Ja. Jetzt steht er im Abseits. Nee, ich stand doch vor dir. Ah, ja, es könnte Sinn machen. Aber stimmt, das Problem hatten wir jetzt ja schon öfter mal. Ja, ich habe auch 10 Jahre später gesagt, du sollst ihn nach hinten spielen und nicht nach vorne. Schönes, bescheuertes Kackspiel. Sag nichts gegen dieses schöne, bescheuerte Kackspiel. Doch, sag was gegen dieses schöne, bescheuerte Kackspiel. Ach, naja,
Das ist die vierte Niederlage in Folge. Ja, und wenn mir bitte jemand sagen kann, wie man eine Aktion abbrechen kann, ohne sich die Finger zu brechen, wäre ich auch hier über einen Kommentar. Das geht nur mit Fingerbrechen, weil du, glaube ich, alle vier L-Tasten, nein, L- und R-Tasten dazu benötigst. Musst du mal probieren. Okay. Wir sind immer noch nicht 16., weil wir die bessere Tordifferenz als Freiburg haben. Aber wir nähern uns, wir nähern uns. Und mit dieser Riesenenttäuschung würde ich sagen, klicke ich noch einmal auf Weiter. Wir gucken uns an, ob Douglas Santos sich weiterhin verbessert und zum weltbesten Linksverteidiger aufsteigt. Ja, offensichtlich. Gideon Jung wird auch besser. Kostic ist auch 80er. Eigentlich werden unsere Spieler besser. Nun gut, nächstes Spiel gegen den ersten FC Köln. Und Lennart, diesen Karnevalsverein werden wir nächste Folge doch wohl schlagen, oder? Nein, tun wir nicht, denn wir drehen hier eine Dramedy. Und, okay. Insofern. Darf ich dann die Drama Queen sein? Ja. Okay, gut, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.